Hallo, wir sind wieder bei der Pfötchenbox. Guten Tag, hallo. Hallo. Ich nehme mit der neuen Kamera heute auf. Ich hoffe, das passt vom Ton. Ich bin HD. Ja, du bist halt, das war es auch schon vorher. Ich hoffe, man hört meinen Freund irgendwie, weil die Kamera dir nur, ja, egal. Ach stimmt, ja. Ja, ich schrei Du einfach. schreist einfach, genau. Balu schreit auch. Heute machen wir die Pfötchenbox auf. Ja, und zum Anfang möchte ich noch mal kurz erwähnen, wer wissen möchte, was die Pfötchenbox ist, der klickt jetzt bitte oben rechts dahin. Ist da oben rechts N oder ist da nein, oben links? da ist rechts, genau. Hallo. Hallo, rechts. Da oben. Da oben, genau. Und es geht dann nach dieser Pfötchenbox weiter mit der Dogsbox. Das ist nämlich unsere letzte Pfötchenbox jetzt. Wir haben sie abbestellt, weil ich so begeistert war von der Dogsbox. Wer wissen möchte, was die Dogsbox ist, der klickt jetzt auch jetzt rechts oben hin. Nochmal zeigen. Da. Genau, dahin. Okay, dann fangen wir an. Die Hunde sind schon sehr neugierig. Das ist die Gym-Box, die April-Box. Und das Thema ist, wie schon gesagt, Gym, also Sport. Da geht es um gesunde Ernährung und Sport und Abnehmen. Also ich bin mal gespannt, was da drin ist heute. Willst du wissen, was hier drin ist bei dir? Oh, ja, ich das Oh, Pfötchen da wachsen die wachse Hunde über meine wieder. Da Schulter. wachse ich dir über die Schulter. Weil du bleiben. Oh, das ist mein Zettel. Ein Zettel, sehr schön. Okay. Ich lese jetzt mal die Seite vor. Das warme Wetter kommt und es ist Zeit, in Form zu kommen. Genau, das ist das auch das Thema dieser Gymbox. Mit diesem coolen Mops hier unten mit seiner Hantel. Ja, und wie immer, man kann halt so an so einem Wettbewerb teilnehmen, dass man eine kostenlose Pfötchenbox kriegt, bla bla bla. Man muss aber allerdings schon Abonnent der Pfötchenbox sein, um das gewinnen zu können. Finde ich auch ein bisschen doof. Ja, und was da drin ist, das lese ich euch also nicht vor. Wir gucken da jetzt einfach blind rein. Tada! Tada! Oh, das sieht ja schon sehr sportlich aus. Gleich ein Spieli und noch ein Spieli und irgendwas Shampoo-mäßiges. Lu, du drückst mir die Schulter. Was haben wir denn hier? Balu, geh auf die Couch und bleib da, du unkooperativer Platz. Hund. So. Platz. Was haben wir denn da? Ja? Das ist Toys Radical for Dogs. Gut. Irgendwie was zum Kauen, also so ein Kauspielzeug für mittelgroße Hunde, sehe ich gerade. 7 cm Durchmesser. Ja, ist ein Ball. Also ein sehr harter Ball mit Noppen. Ist ein Ball. Ist ein Ball. Ja, passt ja zum Sport, ne? Kann man schmeißen, der Hund rennt hinterher. Dotzt der auch, warte mal. Ja, ist so ein Dotzi-Ball irgendwie. Gott. Also so von der Konsistenz, wollte ich sagen, von der Machart her, wie der Kong. So, die Hallo. Hunde haben jetzt bald Drehen gekriegt und bleiben jetzt hoffentlich auf der Couch. Nein, Quatsch. Also, das war unser erstes hier, der Ball. Als nächstes ein Shampoo. Ja, ist auch wichtig. Nach dem Sport muss man sich duschen. Kein Towel. Wassershampoo. Wie, kein Wasser? Ach ja, klar, stimmt. Hier steht's drauf. Ja, kein Towel off, Wassershampoo. Pet Shampoo. Kein Wasser erforderlich. Das ist ja cool. Trockenshampoo ist cool. Was steht denn drauf? Kann man das sehen? Ach, ich lese es einfach von dem Zettel hier vor. Wo ist es denn? Da. Größer. Fokus Nilacqua Shampoo. Probleme bei der Badezeit. Würden Sie es nicht lieben, ihn manchmal ohne Wasser zu baden? Ja, Sie lesen richtig. Mit diesem Shampoo können Sie Ihren Vierbeinigen ohne Wasser baden. Was ist denn das für eine. Wie haben die das geschrieben? Egal. Massieren Sie es einfach in die Haut, um Gerüche und Schmutz zu beseitigen und dann auf mit seinem Lieblingshandtuch trocknen. Wie frisch aus dem Hundesalon. Ah ja, das ist ja cool. Trockenshampoo kenne ich so, davon habe ich das von I Love Pet Head, glaube ich, heißt das. Habe ich auch ein Trockenshampoo, so ein Spray, und dann muss man es einfach nur abrubbeln. Das ist auch hier so eine Flüssigkeit. Ja, cool. Finde ich gut, weil Balu ist jetzt nicht so der Fan von Duschen, wenn es mal sein muss. Kein Wetter. Nee, Balu mag jetzt kein Wasser unbedingt. Gonzo findet es immer ganz toll. Ich lasse das Spielzeug jetzt hier mal aus, weil ich glaube, unsere Oh Hundis sind Gott. langsam sehr hungrig. Ja. Und wir haben hier 20 Chuitrets. 20 Chuitrets. Die Low Kategorie. Fat. Ja, das passt ja auch zum Thema Gym und Sport, ne? Helps to keep doggies trim. Tasty Chicken Treat. Okay, gucken wir mal, was drin ist. Da bin ich ja nie so begeistert bei der Dogsbox bisher. Dogsbox sage ich bei Pfötchenbox. Was ist da drin? Wo steht's? Steht nur auf Englisch drauf, Weil bei der glaube ich. Pfötchenbox schon immer kleine Hundis drauf, auf dem Papier. Ich glaube schon, ja. Das ist das gleiche Papier wie immer. Okay. So, Moment. Fokus bitte.
Ja, als erstes steht schon mal Cereals, also irgendwelche Getreidesachen, Meat und Animal, Dingsbums, also so, ja, so, wie nennt sich das? Tier, ach, wie heißt es auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Also so nicht definierte Tiersachen eigentlich. Mäh. Sugar ist drin schon wieder. Warum? Various Sugars. Diverse Zucker. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum steht hier Healthy und Low Fat und keine Ahnung und... Oh, das ist ja furchtbar. 3,5% Fett added with Vitaminen. Balu, es geht gleich weiter mit Spiegel. Das Frauli muss hier erstmal meckern. Über das blöde Leckerli schon wieder. Ich glaube, das ja. Ist verschimmelt, das nächste. Ist verschimmelt auch noch? Ich glaube. Es gibt's doch nicht. Also, ihr wisst schon jetzt bestimmt, warum ich nicht begeistert bin von der Pötchenbox und warum wir so Dogsbox wechseln. Also, wenn es naturaler Snack ist, das sieht nicht so natural aus. Das ist verschimmelt. Guckt euch das mal an. Wie lange haben wir die Box schon? Die Box kam vor 3 Tagen. Okay, dann ist es nicht so gut. Das ist verschimmelt. Also, ich bin gerade etwas sprachlos. Das ist, was soll das hier sein? Enjoy me, delicious, bla bla, Stanford. Im weißen Ding steht es ganz genau drauf, was es ist. Wo ist Deutsch? Wir müssen mal gerade über die Kamera. Ach, das hier. Feed mit getrocknete, also Hühnerhälse sollen das sein, getrocknete. Angeblich haltbar bis Mai 2018, also nächstes Jahr. Und kam so bei uns an. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal die Pötchenbox anschreiben und denen das auch sagen, weil sowas geht ja mal absolut nicht. Nicht wirklich. Die Hunde sind voll traurig gerade. Guck mal hier, Balu. Oh. Voll traurig. Das Einzige, was jetzt bisher gut war vom Essen von dieser Pötchenbox, diese Hühnerhälse, die hätte ich gegeben und die sind verschimmelt. Das ist natürlich super geil. Klasse. Bin super enttäuscht. Warte, Balu, ich muss das Böse da wegmachen. Lass du haben. Ja, Balu kriegt jetzt hier seinen Balli. So, bitteschön. Ja, du musst auch nehmen. Als Trost. Er schlägt die nur ab. Ja, der will was essen. Der wollte die Hühnerhälse essen, die verschimmelten da. Also, das geht ja mal gar nicht. Also. Nee, wir wissen schon, warum wir zur Dogsbox wechseln und warum wir der Pötchenbox Goodbye sagen. Weil, wie gesagt, es hat sich einfach für uns nicht gelohnt. So viele Sachen einfach drin gewesen, die für unsere Hunde nicht gepasst haben von Allergien her und jetzt auch noch das Verschimmelte, also das ist ja Wahnsinn. Ja, was haben wir noch? Ein Vortex-Frisbee als letztes. Ja, das ist cool. Frisbee ist cool. Vortex-Frisbee. Ja, die macht mich relativ... Man merkt schon, ich bin überhaupt nicht mehr begeistert von der ganzen Geschichte. Ich möchte es einfach nur noch beenden. Also Frisbee war drin, das Balli hier war drin, was der Balu hat. Das hier, diese komischen Snacks, die ich nicht verfüttern werde, weil, wie gesagt, wieder Zucker drin und Getreide. Absoluter Quatsch. Und verschimmelte Hühnerhälse. Jetzt kriegen die Hundis was. Ja, damit sie wenigstens etwas kriegen. Genau. Das ist einfach nur Rinderlunge. Getrocknete. Rinderlunge, Gott. Sehr kalorienarm. Ja, kriegt auch noch was. Ja, bitteschön. Was für eine enttäuschende Pötchenbox. Furchtbar. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Shampoo finde ich noch ganz gut hier. Das werde ich vielleicht mal ausprobieren. 3 Sachen von 5 sind in Ordnung. Ich blende auch noch mal den Zettel ein, für die, die sich das vielleicht noch mal durchlesen wollen. Also, bitteschön. Balu hat wenigstens Spaß mit dem Balli. Balu hat Spaß mit dem Balli, genau. Ja, guck rüber. Ja, ich muss doch hier ein bisschen... Ja, aber ihr kaut auf dem Balli rum und es ist süß. Ja. Ja, die fein. Oh, die ein schönes Balli. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Dogsbox das nächste Mal. Pötchenbox sagen wir Adieu. Und wie gesagt, ich schreibe die auch nochmal an, was das soll. Das ist ja mal... Naja, okay. Tut mir leid für dieses etwas chaotische und etwas meckerige Video, aber was soll ich denn dazu noch sagen? Großartig. Also, ja, verschimmeltes Essen geht gar nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Also abgesehen davon, dass es wirklich Sachen drin sind, wie gesagt, die Hunde, also mein Hund jetzt nicht unbedingt vertragen. Ja, ich sag, der normale Mensch würde es seinen Hunden verfüttern. Der normale Mensch, ja, deswegen sage ich ja, für normale Leute ist es vielleicht in Ordnung, diese Pötchenbox kann man sich bestellen. Aber für unsere lohnt sich's halt nicht, weil viele Sachen drin waren, die einfach nicht gefüttert werden können. Und da waren immer nur so 2 Sachen okay bei der Dogsbox. Also das ist... Ich ärgere mich gerade so dermaßen darüber. Ohne Scheiß. Das ist furchtbar. Balu.
Deine Schuld. Was hab ich gemacht? Wo ist der Balli? Wo ist der Balli? Ach Gott, so. Wo ist der Balli? Oh, der Feuerball. Der Feuerball. Oh, super. Okay, dann würde ich sagen, war's das für heute. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Hallo? Sag mal bye bye. Bye bye. Nee, will Balli.